Servus, mein Name ist Florian und ich bin der Entwickler des Rich Snippets Plugins für WordPress. In diesem Video möchte ich Ihnen erklären, was Rich Snippets sind und wie Sie diese mit meinem Plugin in Ihre WordPress-Seite integrieren können. Also legen wir los. Um zu verstehen, was Rich Snippets sind, müssen Sie verstanden haben, was schema.org ist. Hinter dieser Website verbirgt sich eine Allianz aus Google, Microsoft, Yahoo und Yandex. All die großen Suchmaschinen also. Sie haben sich zusammengetan, um ein gemeinsames Vokabular zu schaffen, mit dessen Hilfe es möglich ist, strukturierte Daten auf ihrer Website auszuzeichnen. Zwar können Suchmaschinen mittlerweile sehr viel, aber sie können oftmals nicht korrekt feststellen, um was es auf einer Website geht, geschweige denn, welche Elemente sich dort befinden. Und genau hier kommt schema.org ins Spiel. Wenn Sie unter Schemas hier auf Full List of Types klicken, sehen Sie, welche Möglichkeiten es gibt. Alles beginnt mit einem sogenannten Thing, also Ding. Von dort lässt sich ein Element immer weiter präzisieren. Unter Creative Work finden wir zum Beispiel einen Artikel. Und unter Event finden wir die verschiedenen Event-Typen, wie zum Beispiel ein Business-Event oder ein Musik-Event. Und wenn wir ganz nach unten scrollen, finden wir ein Product, welches wir gleich im Beispiel verwenden wollen. Wenn wir beispielsweise in einem Beitrag ein Produkt erwähnen, können wir dieses mit schema.org auszeichnen. Damit kann man den Suchmaschinen dann mitteilen, dass wir im Beitrag über ein Produkt schreiben. Wenn wir uns nun die Spezifikation auf schema.org über ein Produkt ansehen, sehen wir alle Eigenschaften für dieses Schema. Für ein Produkt wäre es natürlich hilfreich, einen Namen und einen Hersteller anzugeben. Den Namen finden wir hier. Und der Hersteller, alias Manufacturer genannt, den finden wir hier. Aber natürlich gibt es noch viel mehr. Wenn wir uns das Beispiel 2 ganz unten ansehen, dann sehen wir hier einen Fließtext über ein Produkt, der noch viel mehr Daten enthält. Zum Beispiel der Preis oder auch eine Bewertung. Wenn wir nun ein Produkt auf unserer Seite auszeichnen, können Suchmaschinen dies erfassen. Aus bestimmten strukturierten Daten, wie aus einer Produktbezeichnung, wird dann ein sogenanntes Rich Snippet, eine Art grafische Darstellung für die angegebenen strukturierten Daten. Google zeigt auf den Hilfeseiten für Entwickler einige Beispiele. Hier eine Produktauszeichnung. Wenn wir einen Preis nennen, zeigt Google den Preis an. Wenn wir eine Bewertung abgeben, werden Sterne angezeigt. Auf unseren Testseiten sehen Sie einige Beispiele. Hier zum Beispiel eine Produktauszeichnung mit Bewertung und Sternen. Hier zum Beispiel ein Rezept mit Bild und unter Angabe von Kalorien. Leider führt noch nicht jedes einzelne Schema zu einem Rich Snippet. Suchmaschinen binden aber immer mehr solche Rich Snippets ein. Google beispielsweise kann derzeit Rich Snippets für Articles, für Bücher, für Events und vieles mehr anzeigen. Gehen wir noch einmal zurück zu unserem Beispiel. Nun gibt es verschiedene Arten, wie Schemas und deren Eigenschaften ausgezeichnet werden können. Bis vor kurzem wurde das über HTML gelöst. Das sah dann so aus. Sieht sehr komplex aus, nicht wahr? Vor allem für jemanden, der sich damit nicht auskennt oder sich schwer tut, HTML-Code zu schreiben. Komplex wird es erst recht dann, wenn mehrere Schemas miteinander verschachtelt werden sollen, wie zum Beispiel hier, wenn man noch ein Review in das Produkt integrieren will. Seit nicht allzu langer Zeit gibt es aber noch ein kompakteres Format, das JSON-LD-Format. Das sieht so aus und wahrscheinlich auf den ersten Blick noch einmal viel komplexer. Aber dieses Format lässt sich sehr gut über ein Plugin abbilden
und wie das geht, beziehungsweise wie Sie solche Schemas ganz bequem zusammenklicken können, das zeige ich Ihnen gleich. Ich habe hier einen kurzen Beitrag über ein Produkt geschrieben. Wie Sie sehen, gibt es mehrere Dinge, die man auszeichnen könnte. Zum Beispiel den Titel, den Hersteller, ein Angebot bzw. einen Preis und eine Bewertung. Nach der Installation des Plugins erscheint unter einem Beitrag eine Metabox mit der Möglichkeit, Rich Snippets anzufügen. Über einen Klick auf Rich Snippet hinzufügen können Sie eine Auszeichnung auswählen. Entweder suchen Sie direkt danach oder Sie wählen einfach ein populäres direkt per Klick aus. Im Beispiel hier eben das Produkt. Daraufhin lädt mir das Plugin einige der wichtigsten Eigenschaften bereits vor. Im Schnelldurchlauf fülle ich nun alles aus. So, Sie sehen also die verschiedenen Angaben zum Produkt. Teilweise habe ich auch nur auf die bestimmten Dinge verlinkt, wie zum Beispiel hier dieses Bild. Der Name kommt automatisch aus dem Post-Titel oder aus dem Beitragstitel. Meine Bewertung 5 Sterne von 5. Sowie das Angebot von 1000 Euro. Und die Beschreibung kommt aus dem aktuellen Post, also dieser Post-Inhalt. Und natürlich noch die Marke Apple. Und wenn wir uns das nun in einem möglichen Suchtreffer anschauen, dann könnte das zum Beispiel so aussehen. Natürlich ist nicht immer sichergestellt, dass Suchmaschinen alle Daten anzeigen, wie zum Beispiel fehlt hier dieser Preis, denn das ist natürlich abhängig von den Suchmaschinen. Und jetzt entwerfen Sie Ihre eigenen Snippets mit dem Rich Snippets Plugin für WordPress. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.